Ja, hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Dark Parables, Dornröschens Fluch, und ich latsche hier gerade zum Teleskop, denn hier ist ja die Anordnung der Vögel. So, es ist eine Eule, so ein kleiner Eisvogel, glaube ich, nennt man die auch, oder ein Kolibri, dann so ein großer Papagei und eine Taube. Muss ich mir mal merken. Eule, kleiner Vogel, Papagei, Taube. So. Eule, dann kommt der kleine Vogel, dann kommt der Papagei und dann die Taube. Aber es stimmt nicht. Warum? Weil das die falsche Eule war, ne? Ah, deswegen. Okay, wähle die vier richtigen Vogelporträts aus. Ein Hinweis zur richtigen Anordnung siehst du beim Blick durch. Ach so, das hatten wir doch schon. Jetzt muss ich die aber dahin bringen. Und das ist ja auch süß. Das war jetzt auch niedlich und sehr einfach. Aber auch mal ganz schön. Quält man sich nicht so ab irgendwie. Ja, Machete. Ach, damit kann ich die Dornranken bestimmt endlich kaputt machen. Aber vorher werde ich das jetzt hier mal erledigen. Sonst latsche ich hier immer wieder am Wimmelbild vorbei. Und das soll man ja nicht. Man soll es ja schon erledigen. So, was wollt ihr jetzt noch von mir? Zwei solche langen Dinger noch wieder? Finde ich die jetzt schon wieder? Ach Gottchen, da auf jeden Fall. Und da hinten, nee. Die gehören da schon ran. Die Teile. Ja, da war noch ein überflüssiges Objekt. Und zusammen ergibt es. Ein weiß ich nicht Stab. Ein Zauberstab einer Feenstatue und Rosenzauberstab. Also so langsam kann ich die Zauberstäbe auch nicht mehr auseinanderhalten, liebe Leute. Wir werden einfach da, wo jemand einen braucht, ihn den geben. Zum Beispiel ganz am Anfang. Der Frau hier? Nein. Nein. Sie will ja aber auch keinen Zauberstab, fällt mir gerade ein. Das will sie ja gar nicht. Ja, Dornröschen, ich komme ja schon, ich beeile mich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang soll. Hier mit der Spinne weiß ich auch noch nicht, wie ich die besiegen soll, jetzt wo ich sie wieder gesehen habe. Nee, es ist immer hier hinten noch. Wieder ein Wimmelbild. Auch das werde ich jetzt schon mal erledigen. Talk, talk. Aber mir fehlen diese ganzen Metallteile irgendwie, die ich hier nicht so gut sehe. Immer noch so zwei Schnallendinger. So ein rundes Ding fehlt irgendwie noch voll viel. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Da soll was sein. Was ist denn hier? Ach so, da am kleinen Finger, okay. Ja, danke für den Tipp. Da ist auch noch was. Dann suche ich auch noch so so ein Flötenteil mit einem Loch drinne. Wo ist das Flötenteil? Da. Dann noch so ein Röhrchen, das vielleicht. Und dann so ein Ring. Mal wieder. Da. Ach, endlich. Es ist sogar eine Flöte. Ich glaube es nicht. Eine Engelsflöte, ne? Habe ich das richtig gelesen? Ja, eine Engelsflöte. Ah, ja.
Kann ich hier mit dem Schlüssel das aufmachen? Oh Gott. Leute, was ist hier denn passiert? Ja, du darfst es dir angucken. Sag doch mal was dazu, Detective. Wieso ist die jetzt runtergefallen? Voll so eine komische Leichenpuppe. Anscheinend vergaßen die einstigen Bewohner des Schlosses, dass noch jemand im Kerker saß. Oh Gott, sowas finde ich ja mal richtig schlimm. Weil man ist halt Hunger und Durst und allem ausgesetzt und vegetiert vor sich hin ganz schrecklich. Oh Gott, so ist echt bestimmt ein schlimmer Tod. Völlig vergessen in so einem Kerker eingesperrt. In dieser Gefängniszelle wurde eine Spinnenmaschine eingeschlossen. Ah ja, aber es ist unheimlich hier unten. Und man sieht's von beiden Seiten. Das ist auf jeden Fall die Scheibe, die ich jetzt einsetzen kann. Auf jeden Fall. Bitteschön. So, was möchtest du jetzt von mir? Ich bin robust und helfe dir beim Durchqueren zerklüfteter Gegenden. Der Glasschuh, natürlich. Der wird sein. Ja, klar. Okay, ich habe hier aber eine Menge. Zum Beispiel, kann ich das Seil hier vielleicht einsetzen? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Und jetzt kann ich nach unten in den Brunnen. Ach, das ist ja auch cool. Ich finde die Perspektive total spannend, so von unten. Auch mit der Maus gerade. Ich habe einen Besen. An der Wand ist eine leere goldene Vase befestigt. Sie verströmt einen durchdringenden Blumenduft. Tür ist fest verschlossen. Nee, ich komm hier so nicht weiter. Was kann ich denn mit der Vase machen? Rosenzauberstab? Nö. Nee, dann gehe ich wieder nach oben. Da drinnen war jetzt auch nichts. Ne? Nein, ich brauche nämlich noch dieses Pferdeschild. Da ist die Spinne. Kann ich die angreifen? Nein. Mit diesem Schwert soll ich ja auch das Dornzeugs, glaube ich, wieder. Oder so. Hier, das will ich jetzt endlich mal wegmachen. Genau. Und dann ist hier auch das nächste Rätsel. Ich soll schon wieder die farbigen Kugeln an ihre Plätze bringen. Mache ich. Soweit ich es halt immer schaffe. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Wenn jetzt hier noch ein Stopper wäre, das wäre toll. Ist aber kein Stopper da. Oder da ein Stopper. Hier dann. Dann kann sie von hier. Tja. Die ist schon mal richtig drinne. Fehlt nur noch die grüne. Bleibt doch da stehen. So. 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 Ja. Und ein dritter Gang hieß es ja. Es waren ja drei Gänge zum Schloss. Ich finde es unheimlich schön gemacht. Also ich kann es nur immer wieder sagen. Ach, und nochmal so ein Kram hier. Na gut, wenn ihr meint. Das funktioniert nicht so. Gut. Merke ich gerade. Wenn ich den hier stoppe, dann so? Nee. So, dann ist der zumindest schon mal drinne. Muss doch gehen. Auch der grüne ist drin. Wie kriege ich denn den blauen hin? Warum ist der denn jetzt so schwer? Ich werde den hier einfach mal stoppen. Bringt mir das was? Mir das jetzt was gebracht?
Weiß nicht. Weiß nicht so richtig. Warum kriege ich den blauen nicht rein? Ach, ich habe bestimmt wieder irgendeinen Tricky hier übersehen. Bis jetzt brauchte man ja nie die Hilfe von der anderen Kugel. Dann muss es doch gehen. Aber wenn ich den jetzt runter mache, bin ich wieder da, wo ich war. Menno. Wie doof. Wie doof. Doch, jetzt krieg ich's hin. Ah. Okay. An der Tür fehlen zwei Türgriffe. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Der Schrank ist mit Ketten verschlossen. War das jetzt das Schlafzimmer von ihr? Türgriff Königin. Ach ja, wie praktisch. Schönes Zimmer. Leider kann man sich das nicht noch mehr angucken. Und es fehlt aber immer noch ein Türgriff. Tja. Hier kann ich wieder was tun. So, was fehlt mir noch? Drei so eine Stücke. Das war Nummer 1. Wo ist Nummer 2? So eine, da sind so wie Schriftzeichen da drauf. So mini schon wieder. So mini, dass ich es schon wieder nicht sehe. Tipp. Aha. Da war eins. Ist da noch eins? Nee. Nee. Es ist eine Ecke. Eine Ecke ist ja auch gerne versteckt an einer Ecke. Wo gibt es denn Ecken? Ich finde es nicht. Euch springt es wahrscheinlich schon voll ins Auge, mir aber nicht. Ich suche hier verzweifelt. Gib mir den Tipp, mach schnell. Es lag direkt vor meiner Nase. Oh, das ist ja doof. Und ich hab's nicht gesehen. So. Was hab ich denn jetzt? Grabstein des Königs, okay. Gut. Kapitel 9. Da sind wir auch schon in Kapitel 9. Gehen wir mal zum Friedhof. Ich will eigentlich endlich diese Zauberstäbe loswerden, aber naja. Genau, hier, so. Das ist das Grab des Königs. Und nun? Kann ich da die... Also, wer schleppt denn die Grabsteine durch die Gegend, ganz ehrlich? Und da fehlt immer noch der Kopf. Kann ich nichts machen. Was steht jetzt hier in den Notizen? Nachdem ich den Grabstein des Königs zusammengesetzt hatte, dachte ich, dass ich ihn besser wieder auf den Friedhof am Haupttor stelle. Ja, klar. Auf dem Friedhof befindet sich außerdem eine auffällige Steinplatte mit einer mystischen Gravur. Ich sollte mir die Steinplatte im weiteren Verlauf meiner Ermittlungen näher ansehen. Das stimmt. Das haben wir schon sehr schnell erkannt. Ich nehme mal hier die Abkürzung. Kann ich hier überhaupt noch was machen? Nee.
Wo sind denn die Frauen mit den Zauberstäben? Das habe ich irgendwie nicht so mehr. Laufe ich hier kreuz und quer dieselben Wege nochmal? Ihr habt alles. War das... Nee, Gott, hier ist der gruselige Raum. Wo war denn das? Hä? War das... War, muss das nicht... Wo seid ihr denn alle? Wo wollt ihr denn nur? Die Prinzessin, der Prinz und das Pferd. Ich brauche noch einen Prinzen und ein Pferd. Ich will hier nicht hin. Das ist falsch. War das hier? Nee, hier ist die eklige Spinne. Bei Inspizieren wird mir das bestimmt angezeigt. Da ist so ein Flurgang. Da war ich doch gerade eben. Warum? Das ist der neue Gang, den wir aufgemacht haben, ne? Hier. Ach so, weil ich hier wimmeln kann. Okay. So eine Ornamente ist ja auch gemein. Wo doch hier auch alles voller so Zeug ist. Ich suche das Röhrchen. Da ist es. Und jetzt noch ein so ein Ding. Das war hier an der Scheibe, okay. Ich habe einen Gegenstand gefunden. Und zwar, was habe ich gefunden? Türgriff König, okay. Ich werde jetzt mal kurz einen Cut machen. Ich habe nämlich aus Versehen nicht auf die Uhr geguckt. Und um zu wissen, wie lange ich schon aufnehme, muss ich mal kurz einmal raus. Okay, so 3-4 Minuten haben wir noch, aber vom Gefühl her lag ich schon ganz richtig, dass der Part gleich vorbei ist. Ja, wo sind jetzt die ganzen... Ach, ich habe ja jetzt hier den Türgriff, dann kann ich ja jetzt hier durch. Aha. Schon wieder ein Schlafzimmer, es sind so viele Betten hier. Naja, vom König, Königin, Dornröschen, anscheinend hat jemand das Fenster von außen eingeschlagen. Mhm. Das interessiert den Detective bestimmt. Und das war eine brennende Fackel. Damit kann ich bestimmt die Spinne da im Kerker vertreiben. Ist hier so ein Schlüsselobjekt? Aber ich bin doch schon in dem Raum hier. Bin doch schon hier. Ja, ich habe mich schon gemacht. Toller Tipp. Habe ich das schon erledigt. Na gut. Gut. Kapitel 10. Liebe Leute. War das hier? Oder könnte ich hier die Dornranken damit kaputt machen? Nein, mit dem Besen? Wohl eher auch nicht. Aber... Waren hier? Ja, endlich mal eine wieder. Ich habe den Weg vergessen. Es wird langsam kompliziert hier. Du möchtest bestimmt den haben. Oder den? Rosenzauberstab? Ja, den Rosenzauberstab kriegst du. Was hat sich jetzt getan? Besagt, unsere vereinten Kräfte werden den Fluch aufhalten. Eine kleine Efeupflanze wächst am Fuß dieser Statue. Hier, es gibt bestimmt auch eine Flöterin, oder? Möchtest du vielleicht die Engelsflöte? Den Zauberstab? Komisch. Ich hätte jetzt echt... Kriegst einen Besen. Gedacht, dass die jetzt auch noch so was davon bekommt. Nee. Na gut, was steht in unserem Notizbuch?
Die Flamme dieser Fackel brennt ungewöhnlich stark. Ich denke, das könnte mir weiterhelfen. Es ist an der Zeit, der Riesenspinne einen weiteren Besuch abzustatten. Oh ja, das machen wir jetzt nochmal eben. Nee, nicht hier. Das war weiter außerhalb. Auch hier nicht. War es hier? Nein, auch nicht. Ja, ich verirre mich langsam. Hier war sie. Geh weg. Husch. So, mein letztes Rätsel für diesen Part. Ich wette, ich überziehe gerade, aber egal. Ich mache das jetzt noch eben. Gut. Drei Teile fehlen mir noch. Einmal so ein Strickband. Sehe ich gerade nicht. So ein rundes Etwas. War doch da oben. Ich habe doch da extra hingeklickt. Wo ist denn dieses Seil? Da. Und dann das hier noch. Da oben. Auch da oben. Alles bei der Lampe. Habe ich wohl zu wenig beachtet. So, und dann gehört mir jetzt ein Zauberhut. Mhm. Ja, damit kann ich jetzt Harry Potter spielen. Und hier in diesem Raum sehen wir uns dann im nächsten Part von Dark Parables Dornröschen Fluch um. Bis dann!